Ja, zuerst mal wollte ich sagen, dass die Stimmung sehr gut ist. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Wir kommen aus einer sehr, sehr langen Saison. Es ist wichtig, sie vor allem auch mental wieder Batterien aufzuladen. Und ich habe das Gefühl, dass alle heiß drauf sind auf die neue Saison. Gute Bedingungen vorgefunden. Natürlich mal etwas anderes auch wie der Tegernsee, wo ich schon als Spieler gekannt habe und dann letztes Jahr noch als Trainer. Aber es passt alles. Hotel ist gut, das Wetter ist auch ideal, Platz ist gut. Also passt alles. Ja, ich bin weiterhin Assistent. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen anders. Ich bin letztes Jahr selber auch neu dazugekommen. Jetzt bin ich schon ein Jahr da. Das heisst, ich kann den Timo und den Loic, die eigentlich in der gleichen Situation sind, wie ich letztes Jahr, bestens unterstützen. Und ich glaube, das kann ein grosser Vorteil sein, wenn man jemanden hat im Staff, der schon dabei ist und das Umfeld kennt, den Club kennt, die Mannschaft kennt. Schauen, dass wir da eine gute Basis legen, weil wir hoffentlich wieder eine lange, intensive Saison haben wollen, mit vielen Spielen. Ja, es ist eben wichtig, dass man die Balance hat. Hart trainieren, ja, absolut. Intensiv trainieren, sowieso. Aber man muss immer mal wieder auch eben ein bisschen Fun reinbringen, mal etwas machen, was einfach auch für das Gemüt der Jungs und für die Stimmung in der Mannschaft auch gut ist. Und man sieht auch, trotz der Müdigkeit sind die Jungs voll dabei und geben Vollgas und haben wirklich den Plan.